So, hallo liebe YouTube-Freunde, hallo liebe Community, hallo liebe Schrauber und Neuzuschauer. Ja, ich hatte mit meinem Golf 8 die ersten Probleme. Und zwar war er bei VAG und ja, wegen einem durchgebrannten Beifahrersitz wurde dann das Heizelement getauscht, die Sitzbezüge wurden getauscht, alles gut, alles tutti. Und seitdem hatte ich eine Fehlermeldung. Und zwar hier vorne, neben der Kilometeranzeige, erscheint dann so ein kleiner gelber Pylon mit so Funkzeichen dran. Einparkhilfe hinten Fehler oder Fehler Einparkhilfe. So, war ich bei VAG. Die konnten mir nicht helfen. Da sagen, nö, kann ja sein, es hängt irgendwas hinter deinen Sensoren oder unter den Sensoren. Da sag ich, ja, ist schon komisch, habt ihr ein Software-Update gefahren? Nee, haben wir nicht. Habt ihr irgendwas gemacht? Natürlich haben wir nicht. Ja, irgendwas wird wohl gemacht worden sein, weil sonst wäre der Fehler nicht da. Und er kam wirklich erst, nachdem VAG das Auto hatte. Okay, ich hätte euch das jetzt gerne gezeigt, geht aber nicht, weil ich ja erstmal ausprobieren musste, wie der Fehler behoben wird. Und das ist eigentlich relativ einfach, wie ihr das probieren könnt. Wird auch vielleicht bei anderen Fehlern auch ganz gut funktionieren. Und zwar müsst ihr hier rüber und dann geht ihr mal auf die, nicht auf die Karte, hier unten auf Setup, nicht über die Assistenten. Wäre jetzt klasse, klar, ist ein Assistent, ist aber keiner. Ihr geht auf Setup und da findet ihr eine, Moment, haben wir es? Setup. Datenverbindung. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Genau, hier haben wir es. Und da geht ihr drauf. So. Und dann drückt ihr hier einfach auf OK. Und dann wird das Fahrzeug zurückgesetzt auf die Werkseinstellungen. Das heißt, das ganze Fahrzeug, die Software setzt sich zurück, so wie es ausgeliefert worden ist. Ich habe das gemacht und soll ich euch was sagen? Der Fehler ist weg. Der hing irgendwo im System. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Ich kann mir wirklich bloß vorstellen, dass das Fahrzeug sich dann halt komplett resettet oder sagt, okay, ich check mal alle Systeme durch. Wenn ich auf Werkseinstellungen fahre, alles in Ordnung, Fehlermeldung erledigt. Der einfachste Weg, probiert's aus, könnt auch bei anderen Fehlermeldungen diese auftreten. Ich hatte mal hier, dass sich die Software komplett aufgehängt hat, da ging gar nichts mehr. Ging dann irgendwann wieder. Ich hoffe, es läuft jetzt einigermaßen stabil. Naja, schauen wir. Also bei anderen Fehlermeldungen könnt ihr euch eventuell auch helfen. Wenn irgendwas in der Richtung auftaucht, versucht mal euer Fahrzeug auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verliert er halt ein bisschen die Verbindungen und Zeug, müsst ihr halt wieder frisch einrichten. Aber immer noch besser wie diese nervigen Fehlermeldungen, vor allem der TÜV. Kann euch dann richtig einen Strick draus drehen, euch den TÜV verweigern. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt gute Leute um euch rum und lasst es euch gut gehen. Bis dann.